Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Neujahrsempfang hier im Museum Kunstpalast in Düsseldorf begrüßen und Ihnen ein gutes, ein schönes, ein friedliches und glückseliges neues Jahr wünschen. Ich freue mich, dass wieder so viele gekommen sind, dass der Saal wieder bis auf den letzten Platz besetzt ist. Ich grüße alle, die im Livestream, im Internet uns zuhören. Und danke ganz zu Beginn noch einmal dem Musiker, Erik Breher, genannt Noteboom, so heißt der Name. Das ist kein Künstlername, sondern sein echter Name. Er ist eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente in der Musik in unserem Land. Vielen Dank für seinen Beitrag hier am heutigen Morgen. Ja, wir stehen am Beginn eines wichtigen Jahres. Man weiß in manchem Jahr, es stehen wichtige Entscheidungen an. Aber es gibt wenige Jahre, wo man im Januar nicht weiß, wie bestimmte Dinge im Dezember verlaufen sind. Und zwar richtungsweisende Entscheidungen. Und ich denke insbesondere an den Brexit, an die Briten, die angekündigt haben, am 29. März die Europäische Union zu verlassen. Das sind noch circa 70 Tage, nicht allzu viel Zeit. Und deshalb ist es manchmal beunruhigend, wenn man sieht, wie derzeit im britischen Unterhaus in dieser Frage gearbeitet wird. Viele in Europa sagen, ja, was können wir beitragen, was können wir helfen? Aber wir können erst dann helfen, wenn wir wissen, was die Briten wollen. Und da das bis zur Minute nicht formuliert ist, ist das auch für Nordrhein-Westfalen, auch für viele Arbeitsplätze eine ganz angespannte Situation. Und es ist viel gesagt worden über die Konsequenzen, die das hat. Ich würde gerne an diesem Punkt vielleicht noch einmal für uns auch Lehren daraus ziehen können, wie es denn dazu gekommen ist. Und es sind, glaube ich, drei Merkmale, die wir uns für uns vornehmen müssen, dass wir so etwas nie machen. Das erste ist unverantwortliche Politiker. David, wir lehnen das mal an zwei, drei Beispielen erläutern. David Cameron war Mitarbeiter von John Major als Premierminister. Er war immer für die Europäische Union, viele kritische Fragen, aber er war kein Antieuropäer. Und dann gab es einen innerparteilichen Wettkampf, sehr, sehr knapp. Und er hat innerhalb seiner Partei 2005, wo alles spitz auf Knopf stand, zu leichten Populismen gegriffen und seiner Partei versprochen, wenn er Parteichef wird, dann wird man aus der EVP-Fraktion austreten. Das haben viele vergessen. Das war der erste Schritt. Und zur Europawahl 2009 waren, nachdem man jahrelang zusammengearbeitet hatte, die britischen Konservativen nicht mehr Teil der EVP-Fraktion. Trotz vieler Zugeständnisse haben sie die Fraktion verlassen und eine eigene Gruppe gegründet. Dann wurde er Premierminister, erst Opposition, dann Premierminister 2010 zusammen mit den Liberalen. Die sind in Großbritannien traditionell sehr europafreundlich. Das war eine gute Koalition. Und er wollte dann zurück an die absolute Mehrheit und hat dann bei der Wahl 2015 im Mai ohne jede Not versprochen, wenn ich gewinne, dann gibt es ein Referendum. Er dachte, das läuft alles glatt. Ich selbst bringe mich ja als Premierminister ein und werbe für das Verbleiben in der Europäischen Union. Und das ist das zweite populistische Kalkulieren mit einer Situation, die zu dem geführt hat, was wir heute in Großbritannien erleben. Und deshalb muss das für uns heißen, man kann über vieles streiten, aber man darf nie Vorwahlen, innerparteilich, außerparteilich, vor offiziellen Wahlen, irgendetwas sagen, was man eigentlich gar nicht meint, nur um Stimmen zu gewinnen. Das werden wir nicht machen. Und das Zweite Lehre, jetzt nicht parteipolitisch, sage ich gerade im Hinblick auf dieses Jahr 2019. Wir werden am 23. Mai feiern 70 Jahre Grundgesetz. 70 Jahre Gründung der Bundesrepublik Deutschland in Bonn im Parlamentarischen Rat.
Und dieses Grundgesetz ist so angelegt, dass es eine repräsentative Demokratie ist, dass wir Referenden, Volksabstimmungen nicht vorgesehen haben. Und oft ist das sehr populär zu sagen, wir machen mal eine Volksabstimmung. Es gibt immer wieder Tendenzen, dass man sagt, wir müssen uns modernisieren, also mehr Volksabstimmungen. Und meine Lehre aus dieser Frage ist an zwei Fragen relativ leicht zu erklären. Das erste ist, was macht man eigentlich, wenn in einem solchen Referendumswahlkampf faktische Lügen verbreitet werden? Versprechen gemacht werden, die plötzlich jemanden dazu motivieren, Ja oder Nein zu wählen, je nachdem, wie man das vorträgt. Und am Tag nach der Wahl stellt sich raus, das stimmte gar nicht. Das haben wir in Großbritannien erlebt. Es wird versprochen, das gesamte Geld, was man nach Europa zahlt, geht jetzt in die Krankenversicherung. Und am Montag nach der Wahl haben sie gesagt, ja, das so einfach ist das auch nicht. Es geht nicht. Da war aber das Referendum vorbei. In der Demokratie wählt man bei der nächsten Wahl, der da gelogen hat, den ab. Das ist das Korrektiv in einer repräsentativen Demokratie. Das ist bei einer Volksabstimmung nicht mehr möglich. Die Entscheidung ist gefallen, die Frage war verkürzt auf Ja oder Nein und es gibt kein Zurück. Und das Zweite ist, was macht man eigentlich, wenn man in der Volksabstimmung sich zu etwas entschieden hat, nach 2, 3 Jahren aber denkt, vielleicht war die Entscheidung doch nicht richtig. Gibt es immer wieder mal in der Politik. Wir haben damals in Riesenkonsens hier in Nordrhein-Westfalen uns für G8 entschieden. Alle Parteien, alle waren dafür in ganz Deutschland. Stück für Stück hat sich entwickelt, dass Eltern, viele andere gesagt haben, na eigentlich waren die 9 Jahre doch richtig. Es hat Auswirkungen, die wir so nicht sehen und heute sind fast alle Leute für G9. Auch die Gesellschaft hat sich übrigens geändert. Damals waren alle, wir müssen schneller fertig werden. Jetzt sagt man, jetzt sind wir für G9. Was wäre denn gewesen, wenn das in einer Volksabstimmung entschieden worden wäre? Da können Sie nicht einfach sagen, jetzt ändern wir das einfach mal und fragen das Volk nochmal. Und deshalb, das ist das britische Problem. Jetzt wäre es eine Parlamentsentscheidung, könnte man zu neuen Entscheidungen kommen, wenn die Latte so hochgelegt wird und selbst alle einsehen würden, es war ein großer Fehler, ist es ein Riesenschritt, das wieder zu korrigieren. In Parlamenten ist das leichter möglich und deshalb ist meine zweite Lehre, wir müssen auch in öffentlichen Debatten für unsere repräsentative Demokratie des Grundgesetzes argumentieren und kämpfen. Und die dritte Lehre, wenige Tage nachdem das Referendum vorbei war, sind tausende junge Leute in Großbritannien mit Europafahnen auf den Trafalgar Square und zum Parlament marschiert. Vor wenigen Wochen nochmal 100.000 im ganzen Land. Die haben an der Wahl alle nicht teilgenommen. Die Wahlbeteiligung war gering. Gerade bei den jungen Leuten, deren Zukunft es betraf, war sie besonders gering. Die Älteren, die mit vielem gehadert haben, auch in abgehängten Regionen Großbritanniens, wo man über ganz andere Fragen unzufrieden war und es an dieser Frage dann artikuliert hat, war die Wahlbeteiligung höher. Das ist ein Appell an uns, jede Wahl auch ernst zu nehmen, bei jeder Wahl auch wählen zu gehen. Und die letzten 40 Jahre war sehr häufig die Europawahl, die Wahl, wo man irgendeinen Protest artikuliert hat gegen nationale Fragen. Man ärgerte sich irgendwie über die Bundesregierung oder über dieses oder jenes und dann hat man bei der Europawahl mal Protest gewählt. Dieses Mal ist das anders. Dieses Mal entscheidet sich bei dieser Europawahl die Frage, ob ein handlungsfähiges europäisches Parlament in dieser schwierigen Krisensituation eine neue Kommission ins Amt bringen kann. Das ist die Kernfrage. Und da gibt es Protestparteien in ganz Europa. Wahre Finnen, Schwedendemokraten, Fünf Sterne, Clownparteien, hier in Deutschland Satireparteien, die NPD ist drin, wir haben keine 5%-Klausel. Es ist eine Mischung aus vielen, die nicht Ja sagen zu Europa. Und deshalb müssen wir diese Europawahl am 26. Mai zu unserem Referendum machen. Mit einer hohen Wahlbeteiligung sagen, wir lassen uns von diesen Populisten unser Europa nicht kaputt machen. Und deshalb gehen wir da wählen.
Und dass das mit dem Brexit nicht banal ist, zeigt, wir haben ein Handelsvolumen in Nordrhein-Westfalen alleine von 22 Milliarden Euro mit dem Vereinigten Königreich. 1.500 britische Unternehmen haben ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 6% unserer Exporte gehen nach Großbritannien. Und jetzt stellen Sie sich diese Lage vor, wenn es zu einem ungeordneten Brexit kommt. Dann werden wir kilometerlange Schlangen an den Grenzen haben. Wir waren gestern mit dem Landeskabinett in Flandern. Flandern rechnet damit, alleine für die beiden Häfen Seebrügge und Antwerpen und für das Land Flandern, also den Teil Belgiens, der flandrische Region ist, 30.000 Arbeitsplätze Verlust durch den Brexit. Das ist schon eingepreist, da sind schon Maßnahmen ergriffen, wie man das auffängt. Jetzt können Sie sich das vorstellen, wenn das in Flandern 30.000 sind, was das hochgerechnet für ein Exportland wie Nordrhein-Westfalen bedeutet. Und plötzlich ist man EU-Außengrenze. Also der Hafen Antwerpen und der Hafen Seebrügge und die wunderschöne Nordseeküste zwischen Dover und Calais, zwischen Walchern und den britischen den Südengland, ist plötzlich EU-Außengrenze mit allem, was dazugehört. Mit Grenzkontrollen, wo man erwartet, 10.000 LKWs, die jeden Tag den Hafen Dover passieren, die nur eine Minute zu kontrollieren, eine Minute, stichprobenartig, bedeutet Staus von kilometerlangen Länge, die alle Wertschöpfungsketten unserer Produkte, Automobilzulieferer in Südwestfalen, im Münsterland, in Ostwestfalen, die nun ein kleines Teil herstellen, rüberbringen, weiterverarbeiten. So funktioniert derzeit der europäische Binnenmarkt, alles mit einem Schlag unterbrochen. Und wenn man das praktisch sich klar macht, weiß man, was das bedeutet. Und deshalb freue ich mich, dass Norbert Lammert und unsere Bundesparteivorsitzende und Norbert Röttgen und viele andere gestern noch einmal einen Appell in der Times formuliert haben, ungewöhnlich, parteiübergreifend, sehr warmherzig mit der Botschaft from the bottom of our hearts, we want you to stay, wenn ihr irgendeine Möglichkeit seht, in der Europäischen Union zu bleiben, tut dies und wir sagen 18 Millionen Nordrhein-Westfalen, gegründet übrigens von den Briten 1946 als Bundesland, würden uns freuen, wenn die Briten dabei blieben. Dieser Appell gilt noch heute. Man merkt daran, Themen, europäische, internationale, die irgendwo entschieden werden, betreffen uns bis ins letzte Dorf, bis in den letzten Ort, wo irgendein Unternehmen etwas herstellt. Wir haben das bei der weltweiten Flüchtlingskrise 2015 schon erlebt, dass ein Bürgerkrieg in Syrien plötzlich bis in jedes Dorf bei uns wirken kann, wenn die Menschen in der Not gehen. Und das gilt für die Zukunft auch, wenn wir beispielsweise die Fragen in Afrika, den Konflikt zwischen Nord und Süd, die Hungerkatastrophe nicht in den Griff bekommen, werden irgendwann die Menschen hier stehen. Deshalb ist dieser globale Blick richtig. Und in der Europäischen Union ist auch klar, wenn irgendwo etwas schief läuft, betrifft es uns unmittelbar. Und diesen Zusammenhang stärker wahrzunehmen, das wird auch eine Aufgabe sein nach diesen Europawahlen. Die großen Fragen gehen nur noch zusammen. Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus, die Migrationsfrage und der Schutz der Außengrenze. Und der Klimawandel wird natürlich auch nicht an wenigen Quadratmetern in Nordrhein-Westfalen entschieden, sondern lässt sich nur in einem globalen Kontext gemeinsam bewältigen. Und früher konnte man sagen, ja, aber wir sind ja in einem guten Bündnis und wir haben einen starken Verbündeten in Washington und der wird, wie er das im Ost-West-Konflikt getan hat, in jeder Frage unserer Sicherheit bereitstehen. Manchmal ist man heute nicht mehr sicher, wenn man morgens aufwacht, was in der Nacht getweetet worden ist. Dass man kann über den Syrien-Konflikt so oder so nachdenken. Ich hatte da auch manche kritische Anmerkungen immer zu unserer manchmal westlichen Politik, die manches außer Acht gelassen hat. Aber dass man in einem Tweet als amerikanischer Präsident sagt, wir ziehen mal eben unsere Truppen zurück, mit der Auswirkung, dass der Iran plötzlich stärker ist, dass Russland plötzlich
stärker im Gewicht ist, dass die Türkei plötzlich die Kurden bedroht, die um Hilfe rufen und dann zu Assad gehen und sagen, schütze du uns bitte gegen die Türkei, und ein völlig neuer Konflikt entsteht, nur aufgrund eines einzigen Tweets, der dann am nächsten Tag wieder relativiert wird. Das macht uns nicht ruhig in diesen Zeiten. Und dass die Handelsfrage, die uns auch wieder unmittelbar betreffen würden, wenn es Protektionismus gibt, wenn ein Präsident zählt, wie viel BMW und Audis fahren denn auf der Fifth Avenue, und eigentlich sind es zu viele, müssen wir jetzt mal beschränken. Wenn so Politik funktioniert, dann brauchen wir hier wirklich diesen europäischen Zusammenhalt. Und alle Regierungschefs sind nach Washington gereist. Jeder Mitgliedstaat hat gesagt, bitte können wir nicht diesen Protektionismus, diesen Handelskrieg vermeiden. Eingefroren, beruhigt wurde er erst, als Jean-Claude Juncker im Weißen Haus war. Dann wurde mit dem Gewicht von 500 Millionen Menschen gesagt, ja, im Moment unternehmen wir jetzt keine weiteren Maßnahmen, er ist eingefroren. Das zeigt aber, wie sehr wir dann auch die ganze Europäische Union brauchen, um gegenüber einem so großen Land unsere Interessen zu formulieren. Und allein daran erkennt man, wie wichtig das ist, wer der nächste Kommissionspräsident ist. Ob der diese Autorität hat, ob der eine europäische Position zusammenführt und dann weltweit verhandeln kann. Und wenn das nicht passiert, das ist das große Thema, dann wird das übersetzt ins Kleine. Dann gibt es eine Liste von 500 Maßnahmen, wo jetzt Sanktionen oder Handelshemmnisse eingeführt werden. Und da ist mit Sicherheit ein Betrieb aus Nordrhein-Westfalen dabei, der vielleicht 300, 500, 1000 Beschäftigte hat, die von dieser einen Maßnahme dann unmittelbar betroffen sind. So ist die Wechselwirkung zwischen dem Großen, wo man die Bilder sieht, bis zur Auswirkung in den kleinsten Betrieb. Und deshalb ist in dieser Zeit mehr Europa richtig. Die Chinesen planen eine neue Seidenstraße, kaufen strategische Infrastruktur in der ganzen Welt, um ihren Einfluss geltend zu machen. Die Russen haben immer noch Teile der Ukraine, die Krim, besetzt. Die Amerikaner ziehen sich aus vielem zurück, und wenn sie agieren, sind es protektionistische Maßnahmen. Und deshalb ist hier ein handlungsfähiges, starkes Europa wichtig. Und für uns heißt das, und wenn man nach Europa guckt, dann fragt man ja, wer ist denn da noch engagiert und proeuropäisch? Und dann ist der Kreis auch innerhalb der EU plötzlich ein relativ beschränkter, weil in allen Staaten es Tendenzen gibt, die nicht erfreulich sind. Und deshalb ist die Beziehung zu Frankreich gerade in diesen Tagen wieder sehr wichtig. 1963 haben Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den sogenannten Élysée-Vertrag geschlossen, wo Frankreich und Deutschland verabredet haben, wir arbeiten in ganz vielen Feldern eng, so eng zusammen wie kein Land auf der ganzen Welt. Wir machen gemeinsame Kabinettssitzungen, wir treten gemeinsam auf, derzeit im UNO-Sicherheitsrat. Deutschland wieder Mitglied, alle Positionen immer abgestimmt mit Frankreich. Und es freut uns, dass Präsident Macron angeregt hat, wir brauchen eine Erneuerung dieses Élysée-Vertrags. Und der wird am kommenden Dienstag in unserem Land, in Aachen, als neuer Aachener Vertrag in die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen eingehen. Wir in Nordrhein-Westfalen wollen alles tun, den mit Leben zu erfinden und als Nukleus zu nehmen für eine bessere Europäische Union. Und wer den mal liest, lohnt wirklich, den mal aufzurufen. Das ist sehr konkret bei Forschung, bei Bildung, bei künstlicher Intelligenz. Was können Deutsche und Franzosen zusammenstemmen und das dann erweitern auf weitere europäische Mitgliedstaaten, die daran teilnehmen wollen? Das ist ein Datum nächste Woche, Brexit im März, im Mai die Europawahl, also entscheidende Daten. Und für uns in Nordrhein-Westfalen ist ein zweites innenpolitisches Thema sehr wichtig. Wir haben am 21. Dezember den Abschied von der Steinkohle, wie ich denke, sehr würdig gefeiert, an 200 Jahre Industriegeschichte erinnert, an die Kohle, die das Land Nordrhein-Westfalen, die insbesondere das Ruhrgebiet, auch in der Mentalität der Menschen bis zum heutigen Tage geprägt hat. Und diese Ära ist nun zu Ende. Und ich hatte angeregt,
eine Ruhrkonferenz damit zu verbinden. Vor allem mit der Idee, an dem Tag darf nicht nur Reminiszenz sein. Erkmanns Lieder gesungen werden, Glück aufgerufen werden, darf man auch, tue ich auch gerne, aber es darf nicht alles sein. Sondern man muss auch dann denen, die da mit Wehmut sitzen, sagen, ja, aber es geht ja weiter, wir haben ja eine Idee, die es weitergeht. Und diese Ruhrkonferenz ist keine Krisenkonferenz. Es gab Krisenruhrkonferenzen nach Rheinhausen, Helmut Kohl, Johannes Rau damals, 79 eine, 88 eine. Und jetzt haben wir eine Ruhrkonferenz in einer Lage, in dem im Ruhrgebiet die Arbeitslosigkeit zum ersten Mal seit 1980 unter 10% ist, seit Monaten. Um die 9%. Das zeigt, der Strukturwandel hat längst begonnen, gewinnt an Dynamik und das jetzt in die Zukunft fortzusetzen, haben wir uns verpflichtet, dass alle Minister, jeder seinen Anteil liefert, vom Verkehr über Umwelt, über Schule, über Bauen, was auch immer, hier dieses Projekt voranzubringen. Und ich danke besonders Stefan Holter-Förtner, dem Minister, der das mit großem Engagement vorantreibt und zusammenhält. Vielen Dank, lieber Stefan. Das ist der eine Strukturwandel, den hat übrigens damals CDU und FDP beschlossen, 2007, 2018 vollendet. 11 Jahre brauchte man für den Abbau von Subventionen und dem Auffangen jedes einzelnen Arbeitnehmers. Wir stehen jetzt im Januar bis zum Ende des Monats, noch 2 Wochen, vor der Frage, was wird aus der Braunkohle? Es gibt eine Kommission auf der Bundesebene für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, die ein Enddatum für die Kohleverstromung in Deutschland festlegen soll. Das ist ein ambitiöses Projekt, wahrscheinlich das größte industriepolitische Projekt seit der Wiedervereinigung. Und deshalb muss man das mit sehr viel Bedacht machen. Das lässt sich nicht mit einfachen Sprüchen bewältigen, auch nicht mit irgendwelchen gewillkürten Daten, auch nicht mit Online-Petitionen im Internet oder wo auch immer, sondern mit Fakten. Wie können wir unsere Energieversorgung für stromintensive Unternehmen, Stahl, Aluminium, Chemie, Papier, Glas, alle, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, im Jahre irgendwann in den 30ern so sichern, dass jederzeit der Strom verfügbar ist und dass er bezahlbar bleibt. Nun wird man sagen, ja Gott, ist ja kein Kunststück, Strom ist ja immer verfügbar, das sagt ihr immer nur so. Das letzte Datum war der 14. Dezember. Am 14. Dezember gab es eine sogenannte Dunkelflaute, aus bestimmten Bedingungen, weil der Nebel da war oder irgendwas, zu wenig Sonne und zu wenig Wind in dieser Kombination. Dann Abfrage, ja, wir sind ja im europäischen Binnenmarkt, da kann man ja immer Strom beziehen. Kontrahieren im Binnenmarkt nennen das dann so manche. Da war aber auch Problem. Manche Kernkraftwerke in Frankreich abgeschaltet. An dem Tag war nirgendwo im Binnenmarkt Strom verfügbar. Und dann gab es einen Notappell, wo die großen Aluminiumhütten, die Stahlwerke, es gibt dann einen genauen Plan, ihre Produktion für Stunden runtergefahren haben. Und so konnte an diesem 14. Dezember für die Öffentlichkeit meistens unbemerkt verhindert werden, dass es zum Blackout in Deutschland kam. Da sind aber noch 10 Gigawatt Kernenergie drin, in diesem Strommix, der die dramatische Lage am 14. Dezember erzeugt hat. Und die nehmen wir bis 2022 konsequent vom Netz. Es wird ab 2022 keine Kernenergie mehr in Deutschland geben. Und deshalb ist die Frage nicht banal. Wie soll das denn gehen? Wenn wir es hinkriegen, dann ist das gut. Dann bin auch ich dafür, dass wir aus der Braunkohleverstromung aussteigen. Wir wissen, was wir den Menschen zumuten. Letztlich hatte mich ein Ratsherr der Grünen mal eingeladen nach Kaienberg und Kuckum, Orte im Gebiet Erkelenz. Habe dabei übrigens erfahren, was mich wirklich überrascht hat von dem, dass seit 50 Jahren noch nie irgendein Ministerpräsident ein solches Dorf, was abgebaggert wurde, besucht hat. Kein Johannes Rau, keine Hannelore Kraft, kein niemand hat je mit den Menschen gesprochen. Es gehört übrigens auch dazu, selbst wenn man denen etwas zumutet, dass man da mal hingeht und mit denen redet. So, und wenn man das dann sieht, dann ist das ein kleines Dorf, wie wir die kennen, überall im Land.
wo jemand einen kleinen Garten hat. Eine Frau hatte da eine kleine Pferdehaltung noch mit einem Pferd, das da im Garten stand. Das lässt sich, eine Kirche, ein Pfarrheim, ein Friedhof, das lässt sich natürlich durch keine Entschädigungsleistung der Welt auffangen. Alle, die da bauen, bauen schicke neue Häuser in einem Neubaugebiet, aber dieser alte Charakter des Dorfes ist verschwunden. Das haben wir jahrelang, 50 Jahre lang, Menschen auch zugemutet für unser aller Wohlergehen, für unser aller Wohlstand. Wie andere 1000 Meter unter der Erde unter Lebensgefahr vor 50 Jahren Kohle herausholen mussten, damit die Wirtschaft blüht, haben wir in diesen Regionen Umsiedlungen, Veränderungen der Landschaft gigantischen Ausmaßes zugemutet. Und die Menschen sagen natürlich heute, ja, wir haben hier unseren Beitrag geleistet, wir haben dabei auch gut verdient, aber wir wollen jetzt nicht, dass er hier irgendwie das Licht ausmacht, Schalter aus und diese Region alleine lasst. Und deshalb braucht ein solcher Ausstieg, den wir aus vielerlei Gründen machen müssen irgendwann, einen langen Vorlauf mit der Garantie, dass der Strom trotzdem im Jahre X dann auch jederzeit verfügbar und bezahlbar ist und dass die Region die Arbeitskräfte verliert, Perspektiven in einem Strukturwandel bekommt, sodass die Menschen, die jetzt diese Tätigkeit hatten, eine vergleichbare auch in Zukunft haben. Und das nebenbei bei uns ist nicht banal, wo ganze Autobahnen verlegt werden. Die A4 wird mal eben verlegt, die ging ja quer durch den Hambacher Forst. Jetzt wird gerade die A61 verlegt, weil der Tagebau Gachtsweiler weiterrückt. Da kann man nicht einfach aufhören, denn dann lässt man da Ruinen, die dann auch niemand mehr in eine neue, auch landschaftliche Gestaltung bringt. Und deshalb haben wir in der letzten Woche der Bundeskanzlerin mit mehreren Ministerpräsidenten gesprochen, wenn der Bund eine solche politische Entscheidung fällt, eine wettbewerbsfähige Industrie ohne Subventionen mit hochbezahlten Arbeitsplätzen einfach zu beenden, mit politischer Entscheidung, nicht mit weltweiter Globalisierung oder Wettbewerb, sondern politisch entschieden, wir verzichten auf diese Arbeitsplätze, dann muss es auch da Ersatzleistungen für die Region geben. Und ich bin dem Landrat Kreuzberg, auch dem Minister Pinkwart, der das für uns verhandelt hat, den Bürgermeister der Region, dankbar. Sie haben ein Konzept vorgelegt für das Rheinische Revier mit Projekten, die industrielle Ideen auch in Zukunft möglich machen. Eines unserer Projekte ist beispielsweise Store to Power. Ein innovatives Wärmespeicherkraftwerk, das an einem jetzigen Kraftwerksstandort starten soll, das ein Flüssigsalz-Wärmespeicher ist, der Voraussetzung ist für die Energiewende und der 1 Gigawatt Kapazität hat. Wenn so etwas gelingt, an die Stelle eines alten Braunkraftwerks ein neues Kraftwerk zu bringen, wo die ähnlichen Qualifikationen der Mitarbeiter gebraucht werden und wo wieder industrielle Wertschöpfung in der Region ist, dann ist das ein Strukturwandel, zu dem wir Ja sagen können. Und dies auszuhandeln in den nächsten Wochen ist die Kernaufgabe auch der Wirtschaftspolitik in unserem Land. Und deshalb, lieber Landrat Kreuzberg, Dank für all dein Engagement in dieser Frage. Also für unser Land im Innern, für Nordrhein-Westfalen, Energiepolitik, wichtige Frage, mehr als für viele andere deutsche Länder. Klimaziele einhalten und trotzdem eine wettbewerbsfähige Industrie erhalten. Für eine wettbewerbsfähige Industrie ist das Zweite wichtig, die Verkehrspolitik. Wir haben nun nicht einen Zustand übernommen im Mai 2017, dass man sagt, ja, da läuft ja alles, alle Brücken sind in Ordnung, braucht euch nicht drum kümmern, sondern wir haben einen Zustand ernommen, wo man merkt, dass man die Infrastruktur über Jahre vernachlässigt hat, weil jeder dachte, das ist nicht wichtig, machen wir irgendwelche konsumtimen Programme, aber jetzt nichts in Straßen, nicht in Beton investieren, wie das dann polemisch heißt, sondern in Köpfe. Ja, kann man alles sagen, bis man nicht mehr über die Brücke fahren kann. Dann ist Schluss mit investieren in Köpfe, wenn man die Köpfe nicht mehr über die Brücke bringt. Deshalb muss man ja beides machen. Man muss ja beides machen. Natürlich muss man in Köpfe investieren. Da kriegt man aber immer Beifall, wenn man das sagt. Man muss aber auch in eine Infrastruktur investieren, die die Güter, die die Köpfe produzieren, in die Welt bringen. Und da bin ich froh, dass Hendrik Wüst mit großem Engagement das macht. Er hat im letzten Jahr 100 Millionen Euro
mehr vom Bund bekommen, nachdem wir in den Vorjahren oft Geld zurücküberweisen müssten, weil die Pläne nicht fertig waren, haben wir jetzt mit Hochdruck an Plänen gearbeitet, 100 Millionen Euro mehr bekommen. Der Etat des Verkehrsministers hat derzeit rekordverdächtige 2,87 Milliarden, die auch verbaut werden. Und das ist eine Riesenleistung. Ja, und dann kommt der Präsident des Handwerks, ich habe ihn eben irgendwo gesehen, Andreas Ehler, da sitzt er, macht seine Jahrespressekonferenz, die Bilanz des Handwerks und sagt, ja, wir haben aber ein Problem, oder kein Problem, wir freuen uns, aber trotzdem ein Problem, Wachstum bei Maurern und Straßenbauern so wie noch nie, das ist der sogenannte Wüsteffekt. Ja, lieber Herr Ehler, Wüsteffekt, wenn sich das rumspricht, dass wenn CDU und FDP regieren, die Handwerker ins Schwitzen kommen, dann ist das ein gutes Signal für Nordrhein-Westfalen. Das wollen wir auch in der Wirtschaftspolitik machen. Wir haben 39 Regelungen modifiziert in den sogenannten Entfesselungspaketen, Bürokratie weggenommen, manche Dinge wie die Hygieneampel ganz abgeschafft. Trotzdem schmecken immer noch die Brötchen, aber diese bürokratische Ampel von Herrn Remmel ist verschwunden. Und der neue Landesentwicklungsplan wird in Kürze ins Kabinett kommen. Sie wissen, wir regieren circa seit 18 Monaten. Rot-Grün hat dafür 7 Jahre gebraucht und er war am Ende nicht gut, der Landesentwicklungsplan. Also ihn so zu machen, dass auch in ländlichen Regionen noch Entwicklung möglich ist, ist unsere Grundphilosophie. Und im dritten Entfesselungspaket sollen übrigens auch Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Das haben wir übrigens auch der Bundeskanzlerin mit ihrem Strukturwandel gesagt. Da haben vor allem die Ostdeutschen gesagt, wenn ihr da normales deutsches Recht anwendet, steht da in 25 Jahren noch nichts. Wir brauchen so eine Regelung wie bei der Deutschen Einheit. Bei der Deutschen Einheit gab es Beschleunigungsverfahren, damit das schnell voranging, rechtsstaatlich alles in Ordnung, aber nicht mit so viel Widerspruchsmöglichkeiten. Überlegen Sie, wenn Sie heute was planen, wann soll denn da im Rhein-Erft-Kreis, in Bergheim, in Kerpen, wann soll denn da was stehen? Wenn das in 20, 30 Jahren da steht, ist der Braunkohlewandel längst vorbei. Und deshalb muss das schnell gehen. Und deshalb wollen wir unsere Genehmigungsverfahren beschleunigen und gleichzeitig vom Bund bei den Strukturmaßnahmen ein Sondergesetz beanspruchen, mit dem man schneller planen kann. Und wenn das da funktioniert, kann man das ja auch ausdehnen. Also man muss ja nicht aus Selbstzweck lang planen. Wenn es mal geht, dann finde ich, kann man das auch weitermachen. So, dann haben wir die großen Themen künstliche Intelligenz, wo unser Digitalminister Pinkwach die Dinge vorantreibt, in enger Abstimmung, in Kooperation bei den wissenschaftlichen Dingen mit der Ministerin Pfeiffer-Pönsken und dem parlamentarischen Staatssekretär Klaus Kaiser. Die besetzen dieses für uns so wichtige Thema Kultur, Wissenschaft, Exzellenz. Wir geben den Hochschulen gerade wieder Rechte zurück. In der Hochschule kann man besser entscheiden, was richtig ist, nicht in Amtsstuben in Düsseldorf. Deshalb mehr Hochschulfreiheit, mehr Entscheidung vor Ort ist jetzt wieder auf den Weg gebracht. Und bei der künstlichen Intelligenz steht eine ganze Menge an. Das ist eine technologische Frage. Wir wissen, dass immer mehr Fragen mit künstlicher Intelligenz beantwortet werden. Und China ist weit vorne. China hat... Die Flamen haben uns das gestern erzählt. Bei der CeBIT vor circa 15 Jahren, da haben die zum ersten Mal etwas von Digitalisierung 4.0 und in Verbindung mit Industrie gehört. Die haben selbst die Flamen, das haben alle gesagt, das haben wir noch nicht gehört, was macht ihr denn da in Europa? Dann haben sie sich das angeeignet und in 15 bis 20 Jahren es so geschafft, dass sie bei all diesen Themen heute alle anderen überholt haben und ganz vorne mit dabei sind. Bei der industriellen Kompetenz sind wir immer noch mit dabei. Bei der künstlichen Intelligenz ist China weit vorne und nutzt das für ihr Gesellschaftssystem. Sie können per künstlicher Intelligenz heute feststellen, wer geht auf welche Facebook-Seite, wer kauft was ein, wer geht in welchen Film, wer liest welches Buch, wenn er es im Internet bestellt, wer hat welche Freunde. Und das können Sie sozial scoren, wie die das nennen, wo Sie dann sehen, wer ist regimetreu und wer nicht.
brauchen sie gar keine Gefängnisse mehr, keine diktatorischen Möglichkeiten mehr, keine Kerker mehr, sondern können Wohlverhalten von Menschen feststellen durch künstliche Intelligenz. Und danach wird dann geregelt, welches Kind kommt auf welche Schule, wer hat welche Aufstiegschance, wer kriegt welche Auslandsreise genehmigt. Dieses Gesellschaftsmodell wollen wir nicht. Wenn wir aber unser Modell wollen, ein freiheitliches Gesellschaftsmodell, das auch künstliche Intelligenz prägt, das nicht eine Maschine entscheiden lässt im Gesundheitswesen, ob am Ende ein Gerät abgeschaltet wird oder nicht, sondern das die Menschenwürde hochhält, dann müssen wir erstens technologisch an der Spitze sein, um überhaupt mitreden zu können, und zweitens dann auch als Europäer unsere Regeln so normieren, dass die möglichst weltweite Geltung beanspruchen. Und dazu ist es erforderlich, dass wir alles bündeln. Das macht Klaus Kaiser und Isabel Pfeiffer-Pönsken mit Professor Pinkwart in dem, was wir in Nordrhein-Westfalen können. Das geben wir in die bundesweiten Kompetenzzentren ein und die verknüpfen es mit Europa. Und insofern klingt dann auch banal, so ein kleines Forschungsinstitut, hat aber Riesenbedeutung auch für unser Zusammenleben in der Zukunft. Das dritte große Thema, das auch was mit wirtschaftlicher Stärke zu tun hat, vor allem aber mit den Aufstiegschancen für Kinder, mit geringerer Arbeitslosigkeit, mit Qualifikation, ist die frühkindliche Bildung. Und auch hier wieder ein Beispiel, wie man es richtig oder falsch machen kann. Ich habe selbst mal als Familienminister unter viel Ärger ein Kinderbildungsgesetz eingeführt, 2008. Das hat damals die gesamte Systematik verändert, eine Kindpauschale eingeführt, die sich nach dem Kind richtete und nicht nach Gruppengrößen und Systemen. Wenn ein Kind eine Behinderung hat, braucht man mehr Geld. Wenn ein Kind Sprachförderbedarf hat, braucht diese Kita mehr Geld. Wenn das in einem sozialen Brennpunkt ist, braucht man einen anderen Mechanismus als in einem anderen Gebiet. Und so ist das ganze System angelegt. Da war aber gesagt, wir haben hier einen Personalschlüssel, den müssen wir aber mal überprüfen, ob der überhaupt so funktioniert. 2008 beschlossen, Evaluierung 3 Jahre, und nach 3 Jahren sollte geguckt werden, reicht das Geld für die Kita, für das Personal, für die Menschen, die da aktiv sind, oder reicht das nicht? Man kann es nicht glauben, bei einer Regierung, die dann folgte, die das ständig auf den Lippen trug, die sogar eine Zeit von der Linken geduldet war, in dieser Zeit 2011, dass sie das einfach nicht gemacht hat. Und sie hat es dann 6 Jahre lang nicht gemacht. Und als wir 2017 die Regierung dann wieder übernommen haben, mussten wir in einer ersten Notmaßnahme erstmal 500 Millionen Euro bereitstellen, Kita-Rettungspaket, weil die Kindertagesstätten gesagt haben, wir sind so unterfinanziert, wir werden jetzt zumachen. Dann muss die Kommune es machen, wir freien Träger können es nicht mehr. So war die Lage im Mai 2017. 2 Rettungspakete à 500 Millionen. Und jetzt hat Joachim Stamm, der Minister, in den letzten Tagen es hingekriegt, mit den kommunalen Spitzenverbänden sich über die Auskömmlichkeit zu verständigen. Auskömmlichkeit heißt, in dem System waren 750 Millionen Euro zu wenig drin. Ohne jede Qualitätsverbesserung, Steigerung. Nur das, was im Gesetz stand, ist nicht erfüllt worden, weil man all die 7 Jahre dazwischen dem Personal nicht das Geld gegeben hat, was es gebraucht hätte. Jetzt fließen in das Paket die 750 Millionen, die überhaupt mal den Normalzustand herstellen, dazu Platzausbaugarantie, dazu mehr U3 und mit Hilfe des Bundes, der Großen Koalition, wir haben gehadert, machen wir das so rum oder so rum, aber wir haben es jetzt entschieden, Beitragsfreiheit auch im 2. Jahr, was Millionen mittelständischen Familien, die Ja sagen zu Kindern, eine größere Entlastung ist, als jede Soli-Abschaffung leisten kann. Und dieses zusammen wird 1,3 Milliarden Euro ab dem Jahr 2021 kosten. Eine Rieseninvestition für Bildung in frühkindliche Bildung, wie wir sie je gehabt haben. Und dieser Gedanke muss sich fortsetzen. Es muss jedem Kind gute Bildung möglich sein und es muss der Aufstieg möglich sein, unabhängig von der Herkunft der Eltern. Übrigens, in 2 Phänomenen kann man das in unseren Nachbarländern sehen. In Frankreich ist die Gesellschaft immer noch nicht so, dass jeder, der in irgendeinem Arrondissement vor der Stadt, vielleicht noch als Zuwanderer, aufwächst, am Ende die Chance hat,
in der Elite-Hochschule des Landes zu landen, in den Spitzen von Wirtschaft und Politik zu landen. Das sind sehr häufig ähnliche Kreise und das, was wir rund um die Gelbwestenbewegung sehen, von links und rechts angestauter Protest gegen eine Gesellschaft, wo sie den Eindruck haben, wir kommen hier nicht hoch. Und in Großbritannien ist es übrigens ähnlich. Das hat mir vor ein paar Tagen noch mal ein Wissenschaftler erzählt, ein Deutscher, der in Oxford Professor war. Der sagt, das ist alles wunderbar, Oxford, Cambridge, Oxford, 41 Premierminister kamen aus Oxford, wird genau gezählt, kommt der nächste aus Cambridge oder aus Oxford. Aber dass einer, der da nicht war, eine Chance hat, in der Gesellschaft aufzusteigen, ist eher selten bis die Ausnahme. Das ist bei uns anders. Und dass wir uns das aufrechterhalten und jedem Kind unabhängig von den Eltern den Aufstieg ermöglichen, beginnt in der Kita, beginnt mit früher Sprachförderung, geht in der Schule weiter. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, die FDP-Idee, die wir dann gerne aufgegriffen haben, wir fangen mal mit Talentschulen an und bringen in die schwierigsten Viertel, mit der höchsten Arbeitslosigkeit, dem schwierigsten Sozialindex, die besten Schulen. Das schönste Gebäude, die beste Lehrerausstattung, den größten Vorsprung bei der Digitalisierung in den schwierigsten Vierteln. Das ist dann nämlich da das Signal, wenn ihr euch anstrengt, könnt ihr es schaffen. Könnt ihr den Aufstieg schaffen. Und wenn in so einem Viertel das schickste Gebäude eine Schule ist, tut das auch dem Viertel und den Menschen gut. Und dazu hat Ministerin Gebauer gesagt, und wir messen jetzt Unterrichtsausfall stundenscharf mit Digitalisierung. Man hat uns 7 Jahre erklärt, das geht nicht. Man kann das nicht erfassen. Ja, wir machen es jetzt. Wir machen es jetzt, wissen jetzt demnächst, wo Defizite sind. Jetzt schreiben die Zeitungen, ja, mein Gott, der Unterrichtsausfall steigt ja an. Erst war er so, jetzt ist er so. Ja, er ist jetzt höher, weil er vorher nicht gemessen wurde. Deshalb ist er jetzt höher. Aber wir wissen jetzt wenigstens, wo ist das Defizit. Und wenn man weiß, wo das Defizit ist, kann man daran arbeiten und korrigieren und Lehrer dahin schicken, wo sie gebraucht werden. Das ist die eine, der Unterrichtsausfall ist für jemanden, wo Eltern nicht helfen können, die größte Bestrafung. Der holt das nämlich nirgendwo anders aus. Mittelstandseltern, Akademiker, Lehrereltern hatte ich auch. Mein Vater war ja nachher Lehrer. Das ist immer das Schwierigste für Kinder, wenn sie einen Lehrer als Vater haben oder Mutter. So. Die helfen aber da am Ende. Wenn aber niemand helfen kann, ist die Stunde Unterrichtsausfall ein Anschlag auf die Bildungschancen eines Kindes. Und deshalb ist das gut, dass wir das erfassen, dass wir Talentschulen haben und dass wir damit signalisieren, wir wollen, dass dieses Land ein Aufsteigerland wird. Und wenn im Ruhrgebiet jetzt an manchen Stellen, es ist nicht nur im Ruhrgebiet, aber da vor allem, wo es besonders schwierig ist und die Arbeitslosigkeit hoch ist, eine gute Schule ist, ist das der eine Teil, das was besser wird. Der andere Teil ist aber, dass man gerade da auch nicht Zonen von Unsicherheit duldet. Diese Mischung aus Perspektivlosigkeit, mangelnder Arbeit, mangelnder Bildungschance und unsicherer Lage erzeugt die Stimmung, die populistische Parteien gerade in den Ecken des Landes stark gemacht hat. Und deshalb muss man das bekämpfen. Und deshalb bin ich froh, dass kriminelle Clans im Ruhrgebiet inzwischen vom Reul-Effekt Albträume kriegen. Es muss sich einfach rumsprechen, dass Razzien gegen Clankriminalität stattfinden. Und dass sie unangekündigt stattfinden und dass sie mit dem klaren, massiven Einsatz des Staates auch signalisieren, wir dulden an keinem Ort Rechtsbruch, an keinem. Und wenn das vorher nicht so klar gemacht worden ist, wenn das über Jahrzehnte so gewachsen ist, natürlich kann man sagen, gucken wir mal nicht so genau hin, die tun ja nichts, machen ein paar kriminelle Geschäfte, aber Hauptsache sie bringen keinen um, lass sie mal werkeln, das ist viel zu gefährlich. Nein, aus so einem Raum entsteht etwas, was man im schlimmsten Fall Parallelgesellschaft und Paralleljustiz nennt. Und jeder muss wissen, an jedem Ort, Banden, Rocker, Familien, Clans, wer auch immer, organisierte Kriminalität, wir werden es nirgendwo dulden und die Polizei mit Herbert Reul an der Spitze als Innenminister wird das durchsetzen in diesem Land.
Und das betrifft nicht nur diesen Teil. Ich bin froh, dass ihr euch da auch zu dritt, Herbert Reul, Peter Besenbach und Lutz Lienenkämper, zusammengetan habt, mit einer Taskforce zur Bekämpfung von Finanzierungsquellen organisierter Kriminalität und Terrorismus. Insgesamt 58 neue Stellen gibt es dafür. Das ist etwas komplizierter. Wenn ein Einbruchsdiebstahl stattfindet, kann man den mit den üblichen Mitteln verfolgen. Aber Finanzierungsquellen von Terrorismus und Kriminalität rechtsstaatlich zu finden, aufzudecken und zu bekämpfen, erfordert das Zusammenwirken mehrerer Ministerien. Und auch das haben wir uns vorgenommen, hier aus Nordrhein-Westfalen ein klares Signal zu setzen. Und zu alledem braucht man drei Dinge. Sie haben gerade gemerkt, 58 neue Stellen. Also man braucht Personal, also eher mehr Polizeibeamte, Personal, die so etwas machen, die wirklich auch als Menschen an den Dingen arbeiten. Zweitens, ein Polizeigesetz, das es ermöglicht, überhaupt tätig zu werden. Wir haben immer beklagt, auch hier bei diesen Neujahrsempfängen früher, es gibt keine verdachtsunabhängige Kontrolle in Nordrhein-Westfalen. Drei Länder hatten das ja nicht. Wir haben jetzt die strategische Fahndung eingeführt. Wir haben Ausweitung der Videoüberwachung. Wir haben eine elektronische Fußfessel für terroristische Gefährder, aber auch zur Verhütung von Sexualstraftaten. Und wir haben den polizeilichen Gewahrsam ausgedehnt auf bis zu 14 Tage. Und das war auch eine Herangehensweise, wie wir arbeiten wollen. Wenn ein Gesetz kommt, gibt es danach ein Beratungsverfahren im Landtag. Da werden Experten angehört. Meistens hört man sie, aber nimmt es nicht auf, macht dann weiter und beschließt es so, wie es war. Bei der Inklusion gab es eine Expertenanhörung damals bei der Vorgängerregierung. Da waren 20 Leute, 19 haben gesagt, so könnt ihr das nicht machen. Da haben sie gesagt, aber der eine hatte recht, wir machen so. So kann man auch arbeiten. Wir haben gesagt, wir nehmen das jetzt mal ernst, was da vorgetragen wird, was aus der FDP, von Burkhard Hirsch, von Gerhard Baum, von anderen vorgetragen wird, an Rechtsstaatsbedenken. Wir haben ja keine Lust, dass wir damit am Ende von einem Gericht klagen und scheitern. Also lasst uns vorher das so abwägen, dass Sicherheit gewährleistet ist und trotzdem unsere Rechtsstaatsprinzipien. Das ist korrigiert worden. Dann ist das neue Polizeigesetz vorgelegt worden und es war so überzeugend, dass sogar die Sozialdemokraten zugestimmt haben. Das muss man erst mal hinkriegen. Und vor ein paar Tagen gab es einen Tweet von Sigmar Gabriel, wer bei Twitter ist, kann das verfolgen. Großartig stark, wie der Reul das macht, so macht man innere Sicherheit, so geht CDU-Politik. Sigmar Gabriel. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Fake-Account. Es war echt, es war echt. So, das ist das. Dazu braucht man natürlich dann die Justiz, die, wenn da jemand geschnappt ist, das dann auch umsetzt. 1100 neue Stellen hat der Peter Biesenbach. Er wird jetzt auch im Justizvollzug, in den Gerichten, in den Staatsanwaltschaften das verbessern, sodass er ein ganzes Paket zu mehr Sicherheit beiträgt. Nun denken Sie ja, der trägt das alles vor, kostet ja alles eine Menge Geld. Das wäre unter normalen Umständen ein Problem, wenn man nicht einen Finanzminister wie Lutz Lienenkämper hätte. Denn er hat das Prinzip entwickelt, investieren, modernisieren, konsolidieren und hat vor allem gesagt, wir machen keine neuen Schulden. Das klingt heute normal. Das war in Nordrhein-Westfalen 50 Jahre lang nicht Staatspraxis. Das Prinzip war immer mehr Schulden. Johannes Rau, Schulden von heute ist Steuerkraft von morgen. Also der hatte ja dann auch immer die Begabung, das in große, fast biblische Dimensionen zu bringen, wenn man Schulden macht. Und wir haben das etwas nüchterner gemacht und haben gesagt, wir machen einfach keine Schulden. Wir kommen mit dem aus, was uns mit dem Geld aus, das uns die Bürger geben. Punkt. So, das ist jetzt das Prinzip. Das hat im Jahr 2018 dazu geführt, dass wir eine schwarze Null haben, von denen der Vorgänger Finanzminister mal gesagt hat, das ist ein komischer Fetisch, schwarze Null. Herr Schäuble erfindet sowas, alles Quatsch, wir machen das anders. Nein, das ist kein Fetisch. Das ist eine Zusage an die nächste Generation, die ohnehin eine Menge zu schultern hat, demografisch.
Unsere jetzigen Kinder und Kindeskinder werden unter anderen Voraussetzungen des Wohlstands möglicherweise leben müssen, als wir das noch können. Wir zehren zum Teil von der Substanz unserer Vorgänger. Und dass wir vieles jetzt korrigieren können, aber trotzdem nicht auch noch einen Berg Schulden hinterlassen, ist auch eine moralische Aufgabe. Und deshalb ist die schwarze Null das Grundprinzip unserer Regierung. Und im Jahre 2018 gab es jetzt sogar erstmals einen großen Überschuss von 1,4 Milliarden Euro in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Glückwunsch, Lutz Liedenkemper, zu dieser guten Haushaltsführung. Und das könnte man jetzt mal eben verbraten. Mir würden noch Dinge einfallen, wo man 1,4 Milliarden unterbringt. Wir haben aber Folgendes gesagt. Erstens, wir tragen immer noch die Last der West-LB mit uns herum. Und die ist bemessbar in Zahlen. Bis 2022 steht fest, was da noch bezahlt werden muss an Altlasten. Und wir haben jetzt die Rücklage der West-LB so aufgefüllt, dass wenn das gezogen wird, und das steht rechtlich fest, liegen 1,6 Milliarden bereit, um das zu übernehmen und nicht dem Steuerzahler im normalen Haushalt aufzuerlegen. Vorsorge für die Zukunft. Zweitens, 450 Millionen Euro Tilgung von Schulden, denn irgendwann steigen die Zinsen auch wieder an und dann wird die niedrige Zinsphase, die uns jetzt natürlich hilft, dazu führen, dass niemand darauf vorbereitet ist. Deshalb jetzt Schulden zurückführen, ist auch klug und Rücklage, Vorsorge für schlechte Zeiten ist ebenfalls in einer eigenen Landesrücklage getroffen. Denn wenn das mit dem Brexit so kommt, wie ich das eben beschrieben habe, und plötzlich Arbeitsplätze wegbrechen, Steuereinnahmen wegbrechen, kann diese komfortable Lage schon in wenigen Monaten eine ganz neue sein. Und sich darauf vorzubereiten, gehört mit zu einer klugen Haushaltspolitik. In den Zeiten, wo die Arbeitslosigkeit niedrig ist, ist trotzdem Sozialpolitik und sich um die kümmern, die selbst in diesen Zeiten keine Chance haben. Und die gibt es auch, und die dürfen wir auch nicht vergessen, eine Kernaufgabe von christdemokratischer Politik. Und ich bin froh, dass ich den profiliertesten Sozialpolitiker der deutschen Politik als Arbeits-, Gesundheits- und Sozialminister habe. Ich glaube, die SPD wäre froh, wenn sie noch Typen hätte wie Karl-Josef Laumann. So, und ich stelle das immer wieder fest, er verbindet die Sachkompetenz, die er hat, mit einem gesunden Menschenverstand. Dass er manchmal sagt, Leute, das ist jetzt da und da beschlossen. Aber seien wir doch mal ehrlich, so arbeitet kein Mensch. Ich sage euch jetzt mal, wie das bei mir in Hörstel und in Riesenbeck geht. Und dann schildert er das. Und dann gewinnst du eine Vorstellung, dass da jemand Minister ist, der weiß, was das bedeutet, wenn er in Düsseldorf eine Vorschrift macht. Jetzt hat er das Ausbildungsprogramm NRW auf den Weg gebracht, mit europäischen Mitteln in den kommenden 4 Jahren jedes Jahr bis zu 1.000 zusätzliche Ausbildungsplätze für Jugendliche, die trotz dieser Wirtschaftslage keine Chance haben. Aber auch um die kümmern wir uns. Er hat Geld bereitgestellt, dass dieser Einstieg in die Berufsausbildung gelingt. Er hat das Werkstattjahr, das er mal früher als Minister erfunden hatte, wo Jugendliche eine allgemeinbildende Schule ohne ausreichende Betriebs- und Ausbildungsreife verlassen haben, aber die arbeiten wollen, die Leistungsbereitschaft haben. Die gibt es nämlich. Es ist nicht jeder immer ein guter Schüler, der formal Arbeiten gut schreibt, sondern es gibt leistungsbereite Leute, die was können, aber die das vielleicht nicht so gut können, denen ebenfalls wieder eine Chance gegeben. Und dann hat er eine Landarztquote eingeführt, wo alle gesagt haben, das geht alles gar nicht. Also beim Numerus Clausus, denen, die sich verpflichten, danach Landarzt zu werden, erleichtert die Möglichkeit, zum Studium zu geben, auch ohne ein 1,0-Abitur. Und auch das ist jetzt durchgesetzt. Und insofern finde ich, solch praktische Sozialpolitik bräuchten wir mehr in Deutschland. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir keine Sorgen. Das hätte ich immer gewusst, dass er das kann, aber mich hat er gestern verblüfft. Da waren wir in Flandern in der Kabinettssitzung und dann fingen die Flandern darüber zu diskutieren an, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen und künstliche Intelligenz. Und dann hat er mal eben eine kleine Digitalisierungsstrategie aus dem Ärmel geschüttelt. Karl-Josef, du hast mich gestern erneut verblüfft und erfreut mit dem, was du selbst in diesen hochmodernen Themen voranbringst.
Wo ich hinkomme im Land, spüre ich, dass die Leute sagen, ihr habt eine starke Kommunalministerin. Die Ina Scharrenbach ist in einer Akribie vor Ort unterwegs, präsent, kümmert sich um die Kommunen, dass mir selbst SPD-regierte Städte sagen, so hat sich noch nie einer um die Städte und Kommunen im Land gekümmert. Wir haben inzwischen 12,4 Milliarden Euro, die an die Kommunen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes übertragen werden. Sie hat dazu den Begriff Heimat mit Leben geführt. Was gab es am Anfang für eine Häme, als wir das Heimatministerium eingeführt haben? Wie viele Leute aber heute sagen, ja Moment, das stimmt ja, Stadt und Land zusammenzubringen, Traditionen zu pflegen und zu betonen, das Gefühl von Heimat, was in der globalisierten Welt eher wichtiger wird als unwichtiger, auch als Land wahrzunehmen, anzuerkennen und in ihrer Bedeutung zu verankern. Das hat das Heimatministerium gemacht, Jan Heinisch und Ina Scharrenbach. Das ist wirklich ein Dreamteam, die beiden. Auch in der Art, wie man das macht. Und insofern freue ich mich, dass Nordrhein-Westfalen hier ganz mit vorne in Deutschland ist. Inzwischen fragen andere Länder auch, funktioniert denn sowas? Aber Bau, Kommunales und Heimat zusammen in einem Ressort, das unser Land gestaltet zu haben, das ist etwas, von dem andere durchaus lernen wollen. So, und dann, wenn wir an einem Jahresempfang sind, denkt man natürlich nochmal zurück an das letzte Jahr. Wir haben mit Ulla Heinen-Esser eine Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft, die in einem wirklich attraktiv, gut bezahlten Job war, aber als der Ruf kam, gesagt hat, ja, ich bin bereit, dieses Amt wahrzunehmen. Und dieses Jahr war direkt ein Bewährungsjahr. Diese Dürre im Sommer 2018 hat sie mit großer Intensität und Akribie gemanagt. Die Landwirtinnen und Landwirte waren besonders hart betroffen, zum Teil existenziell. Und deshalb haben wir mit dem Bund zusammen ein Programm für finanzielle Hilfe aufgelegt. Für Nordrhein-Westfalen sind das über 17,8 Millionen Euro, die eingebracht wurden und sind im ersten Quartal jetzt bereit zur Auszahlung, wo man den Betrieben hilft, dass sie nicht in ihrer Existenz belastet sind. Und dieses zu schaffen, Umwelt und Landwirtschaft in einem modernen Thema, gesunde Lebensmittel, Verbraucherschutz zu einem Thema der Union zu machen, das hat sie sich vorgenommen. Und ich denke, wenn wir dieses versöhnt bekommen, wenn wir dieses für viele Menschen wichtige Thema auch als Union kompetent besetzen, dann hilft uns das allen. Und deshalb vielen Dank, liebe Ulla Heinen-Esser, für diese Arbeit. So, also das ist mal eine kleine Tour de raison zu dem, was man vielleicht so gebündelt selten hört, wo man aber mal sieht, was kann man eigentlich als Landesregierung da entscheiden. Und ich persönlich möchte auch an dieser Stelle noch ein Wort des Dankes sagen an jemanden, der das alles koordiniert und der Mitglied der Jungen Union ist. Man glaubt es kaum. Nathanael Liminski, die Art, wie die Staatskanzlei geführt wird, ist vorbildlich. Vielen Dank auch dafür. Zeigt aber auch, dass man mal Jüngern eine Chance geben kann. Ich bin froh, dass der Chef der Jungen Union auf der Bundesebene, Paul Ziemiak, jetzt die Chance hat, Generalsekretär der CDU Deutschlands zu sein. Und ich bin ohnehin froh, dass wir auch als Landespartei so stark in Berlin wie noch nie in wichtigen Funktionen sind. Der Ralf Brinkhaus kann heute nicht da sein, aber er ist ein Fraktionsvorsitzender, der in dieser schwierigen Lage in Berlin nach meinem Gefühl in den ersten Monaten mit Sachkunde, mit Beteiligung der Abgeordneten eine völlig neue Atmosphäre auch im Verhältnis zur Regierung geschaffen hat. Und das hilft uns, wenn der aus Nordrhein-Westfalen ist. Und wir haben Jens Spahn im Wettbewerb erlebt, Bundesminister, der eine sehr gute Arbeit im Gesundheitsministerium macht und der auch zeigt, auch in der nächsten Generation haben wir eine breite Palette an gutem Personal. Man hat ja wie oft habe ich das gehört? Ja, Angela Merkel, okay, die gewinnt die Wahlen, aber danach kommt doch nichts mehr. Ja, und jetzt?
Fraktionsvorsitzender Brinkhaus, Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn, ich könnte noch fünf nennen. Wir haben in den Ländern Daniel Günther, wir haben viele neue Leute, die zeigen, auch nach einer langen Kanzlerschaft haben wir ein breites Angebot. Und unser freundlicher Wettbewerber denkt immer noch nach, wer denn der Nächste in der Liste der 20 oder 25 SPD-Vorsitzenden werden könnte, die man in den letzten Jahren hatte. Also so schlecht ist das gar nicht. Das geht aber nur, wenn man jungen Leuten auch die Chance gibt, in eine Funktion hineinzugeben. Und deshalb auch unser Dank an unsere Bundeskollegen, an Ralf Brinkhaus, an Günter Krings, der unsere Landesgruppe führt, an Carsten Linnemann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, der auch ein Wirtschaftsgesicht ist. Sie wissen, ich mag Friedrich Merz. Er ist unser Brexit-Beauftragter. Ich hole oft seinen Rat ein. Aber wir sollten eines nicht machen. Wirtschaftskompetenz in der Union gibt es nicht nur, wenn irgendwas mit Friedrich Merz verbunden ist. Wir haben exzellente Leute und davon sollten wir uns... Er macht jetzt mit, aber Carsten Linnemann ist auch gut und andere sind auch gut und Hendrik Wüst ist auch Wirtschaft und viele andere sind auch Wirtschaft. So, muss man einfach auch mal sagen. Und Hermann Gröhe ist der Zweite, der in der Fraktionsspitze mit dabei ist. Das ist für uns eine Riesenchance. Wir haben bald seit Jahren noch mal ein Vermittlungsverfahren zum Digitalpakt, wo wir ein bisschen mit dem Bund ringen über föderale Kompetenzen und über gute Bildung. Und der Vorsitzende des Vermittlungsausschusses ist Hermann Gröhe. Also Hermann, ich komme bei dir mit Kaffee und Blumen und Kuchen und Aachener Printen und ich werde dich irgendwie bestechen, dass du dein Amt neutral ausübst, wenn du dann Vorsitzender bist. So, über Europa habe ich am Anfang gesprochen, über Europa will ich am Ende sprechen. Peter Liese ist unser Spitzenkandidat für diese Europawahl in Nordrhein-Westfalen. Manfred Weber, der gerne heute hier gewesen wäre, als unser Gastredner, ist heute auf dem CSU-Parteitag. Aber wir wollen alles dafür tun, dass mit Manfred Weber wieder mal ein Deutscher, ein Europäer, ein engagierter Kollege Präsident der Europäischen Kommission wird. Darüber wollen wir kämpfen. Und dass Manfred Weber zufällig Mitglied der CSU ist, hilft in diesen Tagen auch. Wir merken, dass die neue Führung, die heute in Bayern beginnt, ein Hauptziel hat, dass sich 2018 nicht wiederholt. Dass dieser Dauerstreit zwischen CDU und CSU nicht wieder die politische Landschaft, die alle Parteien am Ende runtergerissen hat und Populisten stark gemacht haben, dass dieser Streit sich nicht wiederholt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat auf seine Anregung hin in seiner Regierungserklärung gesagt, er will jetzt ganz eng mit Nordrhein-Westfalen zusammenarbeiten. Wir haben uns auch persönlich darauf verständigt, dass diese beiden großen Länder in Deutschland, die gleichzeitig CDU und CSU repräsentieren, dass die eng kooperieren, ihren sachlichen Beitrag aus den Ländern dazu leisten, dass auch eine Bundesregierung Erfolg hat. Und dass der Spitzenkandidat Manfred Weber nun aus der CSU kommt, schweißt uns noch mal enger zusammen für diese Europawahl. Die wird diesmal auch in Bayern proeuropäisch, mit klaren Botschaften, nicht populistischen Abweichungen, weil wir alle wissen, was auf dem Spiel steht. Und deshalb alle Kraft jetzt in diesen Endspurt für die Europawahl. Ansonsten Glück auf für Nordrhein-Westfalen.